So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge Eurotrack Simulator. Hallo? Wo ist man? Da. Okay. Hat so viele verschiedene ATS-Versionen wieder zwischenzeitlich gespielt, dass ich immer wieder meine Aufnahmeumgebung suchen musste hier. So. Genau. Wir sind gerade mal Level 31. Holy shit. God damn it. Ey, wir hängen ATS so weit hinterher. Also, ich weiß noch, bei 192 am Ende und am Anfang von 193 hatte ich hier geguckt gehabt. Da hatten wir schon 180 Mille alle 7 Tage. Hier sind wir noch bei 700.000, also weniger als die Hälfte. Wir haben auch gerade mal 24 Fahrer. Also 23 mit, also ohne uns. Bei ATS haben wir schon, hatten wir da 40 Fahrer. Ja, und wie gesagt, da waren wir auch Level 33 schon, also 2 Level weiter. Aber wie gesagt, auch die Stats, wir hatten fast die doppelte Anzahl an Fahrer und mehr als das doppelte Profit pro Tag. Alter, dass wir bei ETS so weit hinterherhängen. Alter, wir haben so viel Zeit verplempert, ich weiß gar nicht mit was. Sehr suspekt. Ja. Okay, wir müssen hier bei ETS echt ein bisschen auf den Pushen kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir hatten das neue DLC erkundet, ne? Wir hatten da unten ist Italien, ne? Rechts neben Italien, diese Westbalkan-DLC da. Hatten wir, glaube ich. Alter, draußen ist so stürmisch aktuell. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich sollte doch das Fenster lieber zumachen. so schöner LKW. So, oh, schöne Gegend hier. Sehr schöne Gegend. Ja, wir, wo sind wir? Genau, wir sind hier bei dem neuen Gebiet. Das alles hier ist ja komplett neu dazugekommen. Ich würde also, da wir überall anders schon eine ganze Menge erkundet haben. Gut, hier sieht es auch ein bisschen dünner aus, sehe ich gerade, aber das ist ja hauptsächlich halt Deutschland und Deutschland ist halt super langweilig. Na gut, okay, also Deutschland ist vor allen Dingen hier. Hier ist ja, ich weiß gar nicht, Frankreich? Irgendwie sowas? Ja, genau, Paris, Frankreich, ja. Das heißt, wir könnten durchaus hier bei Paris langfahren, aber die haben so viele Mautstellen, vor allem hier hinten haben die so viel, extrem viele Mautdinger. Ich würde also erstmal tatsächlich hier unten ein bisschen rumfahren und vielleicht auch mal ein paar weitere Strecken. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ich versuche erstmal eine Strecke zu finden, wo wir hier hinten irgendwie hinkommen. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Strecke finden, die von hier hinten hoch nach hier irgendwo führen. I guess. Schneller Auftrag? Nee, Frachtmarkt. So. Was haben wir denn da so? Rumänien. Ich kenne leider jetzt nicht die Abkürzung für Rumänien. Das? Ja, klingt gut. Ja, noch besser. Oh, so viel gibt's gar nicht. Ja, hier gibt's noch weniger Optionen. Guck mal, hier ist einmal Rumänien. Noch besser. Und hier auch noch einmal Rumänien irgendwo. Genau da. Alter, das ist doch perfekt. 39k. 39 Euro pro Kilometer, meine ich. 16 Stunden. Ja, das hält sich alles so in dem Bereich, ne? Hier ist alles so, du bist so knapp über 40, also let's go. Nehmen wir das und dann fahren wir von dort für Richtung Paris. Let's go. Ausgeschlafen und so ein bisschen bei Haaren, genau, wir hatten ja gerade geschlafen. Tank sieht auch gut aus. Von daher, genau meine Rede. Biege nach rechts ab. Scheiße, gleich hier. Blöder Apfelsaft. So, können wir einfach durchfahren? Lass uns eine neue Route finden.
Was? Warum denn? Biege nach rechts ab. Ihr links rechts ab. So, das heißt, wir müssen hier bei ETS echt aus dem Pushen kommen, was LKW-Kauf und so angeht. Wir brauchen mehr Garagen, mehr Mitarbeiter, mehr alles. Das sieht ja alles noch echt traurig aus auf dem Zaun. Oder 50 Kilometer alleine Anfahrt. Biege nach links ab. Hat schon eine Kurve hier, Alter. Ja, let's go. Oh, easy. Ach, ja. So schön nach dem ATS mal wieder hier mit meinem Volvo zu fahren. Hat auch schon was. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Irgendwann, ich glaube, die biegen woanders ab. Die bei dir halt für den ersten Verkehr auf. Oh, Sneaker waren. Ist ja wirklich eine schöne Gegend. Gut, das Haus sieht ein bisschen sehr abstrakt aus. Da hatte mal wieder irgendein Künstler zu viel Langeweile. Aber sonst, die Gegend hier so von der Umgebung her sieht schon echt schick aus. Macht schon mal her. Einfach durchfahren. Bitte rechts halten. Es geht. LOL. Haha,
Wie geil ist das denn bitte? Wusste gar nicht, dass es geht. Ich dachte, sobald der andere Kämpfer durchgefahren ist, ist er sofort ein Alpha-Wand oder sowas. Net to know. Man muss also einfach nur wie im echten dem anderen LKW schön dicht genug auffahren und schon ist die Schranke machtlos. Machen wir mal die Spinner beim Flughafen Schönefeld. Da ist ja direkt vor dem Terminal 1 so Parkbereich. Oder hast du die ganzen Uber-Spinner und wie die ganzen Carsharing-Unternehmen alle heißen. Und ja, um da Parkgebühren zu sparen, flitzen die auch immer alle als Kolonne bei den Schranken durch. Damit die Schranke ja nicht dazu kommt, da irgendwie gegen vorzugehen. Zumindest war es früher so. Mittlerweile seit, naja, 2 Monaten ungefähr, haben sie dort ein Schleusenprinzip eingebaut. Das heißt, du hast ja nicht nur eine Schranke, sondern hier 2 Schranken. Und das Fahrzeug muss erst durch die eine Schranke durch, wird dann zwischen den beiden Schranken gefangen. Und dann geht die zweite Schranke auf, sodass während die zweite Schranke geschlossen ist, die anderen Fahrzeuge, also keine anderen Fahrzeuge, auch hinterher düsen können, weil der Schranke 1 schon geschlossen ist. Also genauso wie halt eine Luftschleuse. Ne? Erst die eine Tür, dann bist du drin und dann geht die andere Tür. Wie gesagt, bevor das da war, so vor 1-2 Monaten halt, bis dahin, war da halt, wow, ein Ruckler, war da halt genau das, was ich gerade hier gemacht habe mit dem LKW da vor mir. Naja, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Alter, was ist denn gerade los hier? Ruhig. CPU sagt 25%, also eigentlich alles in Ordnung. Bitte ärgere mich nicht, Spiel. Das nehme ich sehr persönlich. Alter, warum fährt der denn so langsam hier? Ich weiß nicht, ob... Wow. Was der Aufsteiger gerade gemacht? Keine Ahnung, ob es jetzt gerade da wirklich daran liegt, dass wir bei der frühen Maut einfach durchgefahren sind. Aber hey, wir müssen jetzt gerade genau 0 Euro zahlen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Bitte rechts halten. Wie lange tanzen wir uns eigentlich noch auf der Nase rum? Ah. Oder? Ah ne, wir müssen auch abbiegen, oder? Ja doch, wir müssen auch abbiegen. What a Drecks Life. Wie leise die Handbremse beim Volvo ist im Vergleich zu ATS mit dem Peterbilt. Bei dem Peterbilt denkst du ja, die scheint vorm Gesicht so eine Luftdruckleitung durch. Flugzeug. Hui. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese. Ja, yeah, ist weg. Uhuhu. Wir sind frei. Rechts halten und dann rechts ab.
Und fahren direkt mal viel zu schnell. Biege nach rechts ab. Aber ich glaube, dieses extreme Stocker-Problem haben wir hier immer an der Stelle, ne? Irgendwie ist die City hier sehr inperformant. Ja. Bäh. Wie gesagt, die CPU eigentlich gerade mal bei 25% rum. Der geht's gut. Aber. I don't know. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Digga! Mach dich doch mal ein. Bitte rechts halten. Nun diese Ausfahrt. Ja, schon mal, wenn man jetzt hier auch diese. Nee, MPAP hat man jetzt hier zuerst diese türkisen Radmutter-Dinger. Sorry, weißer Wagen. Nimm diese Ausfahrt. Also, ich sollte vielleicht mehr auf die Straße und auf den Verkehr achten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh, für 50, ernsthaft. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wozu beschleunige ich überhaupt? Nimm diese Ausfahrt. Ich glaube, der denkt, dass hier immer noch 40er-Zone ist. Hand zieht sich das gerade zu hier, ey. Gerade bei 10 Uhr sieht schon aus wie, keine Ahnung, was.
Hoffentlich fühlt es sich gleich auch zu regnen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Ist ja aber eng, diese Kurven, ey. Heiliger Scheiße. Biege nach rechts ab. Da-da-da-da. Ja, die ganze Zeit ist die Straße frei und kommt ein Auto, fängt das anzufahren. Bist du dumm oder so? Also ich habe kein Auto gesehen. Habt ihr ein Auto gesehen? Mhm. Gut, hat ehrlich gesagt noch gehofft, dass ich ein bisschen schneller aus dem Puschen komme, aber irgendwie nicht so ganz. Und der nächste blockiert die Straße. Voll geil. Gut, hier ist eh noch 50 erlaubt, sehe ich gerade. So, da vorne ist doch schon das Ziel. Mann. Geht's mit der eigentlichen Mission los? Ha! Wow, muss ein LKW, wow! Dachte ich hier, so eine Einfahrt. Hätte nicht gedacht, dass hier noch eine Straße ist. Kommt ja erstmal ein LKW, ja lol. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Komm, wir müssen an den LKW vorbei. Ernsthaft? Digga, ich komm nicht mal durch diesen Kackzaun hier. Hä, nee. Ach, da! Ach, da umhäng ich. Oh, ja gut, na super, interessantes Auto. Well, I guess we fucked up. Ah gut, okay, ich kann da hinten rumfahren. Gut, dann, Problem ist halt das Auto da hinten. Oh, was wir schon die ganze Zeit rumschieben. Ja gut! So, wo ist der Zaun? Ich sehe den Zaun gar nicht mehr, da ist der Zaun. Leute. Das Ganze gefällt mir gar nicht. So, rum. Hier geht's gar nicht drumherum. Schönes Haus. Würde ich gerne mal einziehen. Oh, da vorne dieser Tänzer. Ich kann alle seine Moves. Okay, ja, wir müssen mal gucken, wie wir hier gut Platz genug zum Wenden ist. Auch wenn es unschön wird. Vor allem, wie gesagt, da vorne ist dieser hässliche LKW. Ich weiß gar nicht, wie wir an dem. Gut, das mal, ich muss mal meine Aufgabe kurz. Jetzt rechnen wir uns frei. Ja, okay. Das ist gut. So. Dann ist es nämlich jetzt erstmal den Auflieger schon nach rechts bekommen. Warum gelenkt? So, und jetzt Auflieger schön in die Ecke. Bisschen bei den Rasenlatschen hier. Dafür ist er da. Damit die Reifen auch schon schön federweich haben. Oh, ab in die Ecke hinten. So, und wir müssen jetzt hier machen auch vorbei. Aua. Gut, eigentlich wollte ich bremsen. Schon wieder vergessen, dass wenn man rückwärts fährt, die Tasten vertauscht sind. Na gut, vergessen.
Ist ja eher im Unterbewusstsein. Oh, müssen wir hier irgendwie versuchen, ganz weit außen lang zu kommen. Damit wir irgendwie an dem Gespann da hinten vorbeikommen. Ich weiß noch nicht genau, wie das gehen soll. Vor allem, weil hier dieses hässliche Dach ist. Was auch nochmal eine ganze Menge Platz klaut hier vorne. So. Biege nach links ab. Na gut, hier vorne haben wir ein bisschen Platz. Das geht. Das ist machbar. Ich kann nur nicht einschätzen, wie weit das Dach hinten geht. Ah, leck mich am Arsch. Siehst du? Ja. Muss nur ein bisschen weiter nach links. Sonst echt mal Auflieger an. An dem anderen Auflieger. Ungefähr so. Oh, die armen Fahrräder. Oh, das sind aber starke Fahrräder. Oh, und wir sind im anderen Auflieger drin. Ach, scheiße, jemand dann. Fuck! Fuck, 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 fuck! Ja, geht doch. Ah, haben wir doch perfekt geschafft. Easy. Hätte man hier reingekommen? Der sagt bitte nicht, warum hätte ich hier reingekommen. Wir sind da.